Na los, los jetzt! Ja, und damit willkommen zum weiteren Video hier auf dem Kanal. Call of Duty 2 natürlich wieder. Die nächste Mission. Wir kommen direkt drei Stück entgegen. Und weh, du stehst auf. Aber der natürlich. Was mir aufgefallen ist, ich habe die andere Mission übersprungen. Also, Kopf hoch, also tut mir leid. Und, by the way, die Russen sind eh nicht so spannend von den Missionen her. Ja, kann sein, dass Auges betrachtet, das könnte für anderen die interessanteste Story sein, aber finde ich nicht. Deswegen, ungewollt, aber trotzdem. Ja, deutsche Scharfschütze, den erlegen wir jetzt halt mal. Gut, warten Sie jetzt, bis Pavel seine Aufmerksamkeit weckt. Pavel, los! Ja, Genosse! Rotes Gebäude, erster Stock! Rotes Gebäude, erster Stock. Ist er weg? Ja, ging ganz schnell. Guter Schuss, Genosse. Gut gemacht, Vasili. Und jetzt weiter. Wir müssen noch den Rest des Rathauses sichern. Jo. Mir nach. Wer ist diese Waffe? PPS 42. Auch nicht schlecht. Die gefällt mir übel. Was ich euch mal zeigen wollte, ist der Multiplayer, aber leider, wenn ich hier starten will, schmiert das Spiel dauernd ab. Also damals ging es noch, wo ich einen alten PC hatte, aber leider, schade. Dass es nicht jetzt mehr geht. Ich konnte zwar spielen mal für eine kurze Zeit, aber dann auf einmal wieder nicht. Weil ich irgendein Update gemacht habe von Nvidia. Ja, vielleicht ist auch mal einfach meine Grafikkarte einfach zu neu, zu gut für das Spiel vielleicht. Weil das habe ich auch gerade noch so hinbekommen, das Spiel zu starten. Davor konnte ich nur in 640p aufnehmen. Also ich muss ja hier die Mission machen. Naja. Bei mir bleiben. So, hi. Hi. Gibt's hier noch einen? Kommunisten bei den... Oberster Stock, sicher. Gut, hat er erlegt, also perfekt. Das Gebäude ist sicher, Genossen. Wir müssen uns auf den Gegenangriff vorbereiten. Verteidigungspositionen einnehmen. Genug Munition müsste ich jetzt eigentlich noch haben. Ich bin direkt hier liegt auch noch was. Genosse. Beispielsweise hier. Ein schöner Raketenwerfer. Deutsche! Oh, hier war noch mal eine Sniper. Ne, ich will die Sniper haben. Ah, hier. Dann kann ich schön weg quick scouten. Ja, endlich. Wie klein das Fadenkreuz ist, wenn ich nichts mache hier. Schaut mal, wie klein das dann ist. Bei Call of Duty ist so gleich groß hier. Kann ich eigentlich No-Scopes probieren, aber mache ich nicht. Komm. So, erstmal nachladen, legen wir es dabei hin. Komplett. Ja, Double. Guck mal, gleichzeitig. Ich hoffe mal, die Munition reicht noch für die 3-4 Wellen, was da noch kommt. Okay.
Ja, ich habe zwei Gegner, zwei Kugeln für einen Gegner. Ach du Scheiße. Sind die schon drin? Nee. Die nächste Welle. Zwei Wellen übrig. Also zwei noch. Verlegt. Weg damit. Weg damit. Das ist schon die Backup-Waffe, würde ich sagen. Und das halt die Main-Waffe jetzt hat. Warum hat er keinen Ladestreifen? Das ist aber bei der normalen K auch so. Und hier nur mit Zielfernrohr. Naja. Amerikanischen, das sind Russen. Oder halt Deutscher. Da haben sich die Synchronsprecher Mühe gegeben, die Nation zu unterscheiden. Sind schon drin? Ja, einer ist drin. Panzer. Ja. Oh nein! Geschafft? Jawohl. Sniper. Eine noch, gut. Hey. Hier ist ein Loch. Trotzdem treffen wir natürlich. Mike hat das so ein MG, was 24 Schüsse die Sekunde raushaut. So präzise schießt. Das ist nämlich durch so ein. Kein Loch trifft. Wir geben die auf. Na, passt doch. Widerstand, wo ist der Widerstand? Ah, haben wir geschafft, ne? Dann. Ja, ist doch nice. Sie haben die russische Kampagne abgeschlossen. Und das heißt dann natürlich, dass die britischen, die Briten dran kommen. Ich habe hier ein bisschen halt vorgespielt mal. Aber wir starten dann hier in der nächsten Folge, Leute. Also, bis zum nächsten Video. Haut rein, ciao.